Maurado, kannst du mal endlich wieder ganz normales Minecraft-Vanilla mit dem Freedom Squad spielen? Dann könnt ihr irgendeine Burg oder so bauen. Würde mich und viele andere bestimmt mega glücklich machen. Die Zeit verstrich. Stund für Stund, Tag für Tag. Eine Antwort oder ein Zeichen blieb jedoch aus. Nun ergriff der Hohepriester Joblock selbst die Initiative. Tag ein, Tag aus predigte er Elias Gesuch. Oh, großer Maldado. Das chinesische Zeichen. Dieses Jahr ist die Minecraft-Burg. Oh, mächtiger Maldado. Ich hätte gerne eine Mine mit extra Craft und eine Burg zum Mitnehmen, bitte. Maldado, kennst du den Film und täglich grüßt die Minecraft-Burg? Ich frage Maldado so lange, bis er eine Burg in Minecraft baut. Tag 4. Wow! Ja, hallo, das unterstütze ich. Bestärkt von der Antwort eines Mitgliedes des göttlichen Freedom Squad Circles, betete Joblox aus Hessen noch viele weitere Tage und Nächte in den heiligen Hallen Maldado LPs weiter. Die Zeit verstrich und es wurde nach und nach immer stiller um Lambodadorf. Jeglicher Kontakt zu umliegenden Dörfern, einschließlich Dorft, kam zum Erliegen. Dies weckte das Interesse eines jungen, aufstrebenden Investigativreporters namens der Dosenvlog-Dude, welcher sich nun mit seinem Rennschwein Edgar auf den Weg nach Lambodadorf machte, um dem Mysterium auf den Grund zu gehen. Wo fange ich hier an? Ich sollte dann beginnen, die Anwohner zu dem Thema zu befragen. Warum brachen Sie den Kontakt zu jeglichen anderen Dörfern ab? Die anderen Dörfer haben uns für unsere größte Sehnsucht verspottet. Wir wurden ausgelacht und bloßgestellt. Mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Ihnen scheint es doch an nichts zu fehlen. Also warum sind alle so betrübt? An nichts zu fehlen? Uns fehlt eine Minecraft-Burg! Eine Burg würde das Leben aller hier verbessern! Sie haben keine Ahnung! Was hat es mit dieser leeren Fläche auf sich? Auf dieser Fläche soll eine Minecraft-Burg errichtet werden. Das ganze Dorf wartet nun schon seit geraumer Zeit auf eine Burg. Sehen Sie eine Möglichkeit, sich von Ihrem Unglück zu befreien? Es gibt nur eine Möglichkeit. Eine Minecraft-Burg muss inmitten der Stadt errichtet werden. Nur diese würde uns von unserem Trauern befreien. Was wollen wir? Burg! Was wollen wir? Burg! Ich sag Minecraft, ihr sagt Burg. Minecraft! Burg! Burg. Minecraft! Burg! Minecraft! Burg! Warum sehnen sich denn alle Bürger nach einer Minecraft-Burg? Einst betete ein kleiner Junge namens Elia für die Errichtung einer Minecraft-Burg. Es war sein einziger Wunsch. Doch immer mehr Zeit verging und Elia verschwand spurlos. Seitdem liegt unser Dorf in tiefster Trauer. Unser Priester betet jeden Tag für den Wunsch des kleinen Jungen. Doch mittlerweile hat ihn der Wahnsinn befallen. Minecraft-Burg, Minecraft-Burg, Burg, Minecraft, Minecraft. Maldado, falls du das hier siehst, bitte errichte eine Minecraft-Burg. Nur du vermagst es, diesen Menschen zu helfen. Und mit diesem düsteren Lagebild verabschiede ich mich und gebe zurück ins Studio. Nur du vermagst es, diesen Menschen zu helfen. Oh, oh, oh. Lambodaro, abgehoben. Lambodaro, ab nach oben.